Die Faszination der Radiologie. Ein Podcast von Dorina Petersen und Stefan Geisbichler. Ein herzliches Grüß Gott zu unserer neuen Folge. Ein weiterer Beitrag im Pink Ribbon Monat. Wir möchten Ihnen heute aufzeigen, wie ein neuer Weg sein kann in der Brustkrebstherapie. Das heißt, wie Patienten wirklich von Beginn an der Hand genommen werden und durch ihren Operations-, Behandlungs- und Therapiebereich durchgeführt werden. Dazu begrüßen wir recht herzlich die Frau Dr. Bettina Wolfgarten. Sie ist Fachärztin für Radiologie, Gründerin der Praxisgemeinschaft Wolfgarten, Geschäftsführerin der Forum Wolfgarten GmbH. Frau Dr. Wolfgarten, recht herzliches Grüß Gott. Können Sie uns einmal erklären, wie dieser neue Weg, dieser neue Pfad genau funktioniert, den Sie gemeinsam mit Ihrem Mann da beschreiten? Vielen Dank für Ihr Interesse an dem Thema und an dem, was wir hier in Bonn treiben sozusagen. Ich ordne das gern so ein bisschen ein. Wie Sie richtig gesagt haben, bin ich Fachärztin für Radiologie und habe einen Schwerpunkt in der Mammadiagnostik. Und ich bin verheiratet mit einem Gynäko-Onkologen. Und da haben wir uns eigentlich durch unsere jahrelange Tätigkeit, zunächst bei meinem Mann vor allen Dingen im universitären Umfeld als Leiter der Senologie an der Uniklinik Bonn und dann aber auch seit 2014 eben auch in der Niederlassung, haben wir uns überlegt, Mensch, wäre es nicht eigentlich wunderbar, wenn man Diagnostik und Therapie unter einem Dach verbindet und einfach sicherstellt, dass die Informationen aus diesen berühmten Silos herauskommen und schnell ein schneller Austausch möglich ist. Und dann haben wir uns gedacht, und eigentlich muss man das doch noch viel größer denken, weil wir doch heute eigentlich wissen, alle, die ernsthaft Onkologie betreiben, wir wissen doch, dass die Diagnostik, das frühe Auffinden von Veränderungen das eine ist und dass eine gute Therapie, eine zielgerichtete, personalisierte Therapie das andere ist, aber dass es damit nicht getan ist. Denn da gibt es doch noch so einen dritten ganz wichtigen Bereich und hat ja auch Einzug gefunden in die Leitlinien der AGO oder in die S3-Leitlinien und das ist die Komplementärmedizin. Das heißt also, alle Bereiche, die man so subsumieren kann unter den Säulen Ernährung, Bewegung und innere Balance. Und dann haben wir gesagt, Mensch, jetzt denken wir wirklich mal richtig, wie man immer so schön sagt, aus der Box raus und haben uns überlegt, man müsste doch nicht nur Diagnostik und Therapie unter einem Dach vereinen, sondern das Ganze erweitern um die Komplementärmedizin. Und dann war eigentlich ziemlich schnell klar, dass wir das in den herkömmlichen Strukturen so in der Form, also als einen wirklich gelebten Versorgungspfad, wo betroffene Frauen alles aufeinander abgestimmt finden, dass wir das eigentlich in den bisherigen Strukturen nicht finden. Und dann haben wir das große Glück gehabt, dass wir nach einer langen Suche hier eine wunderbare alte Villa gefunden haben in Bonn. Und was wir jetzt machen ist, wir haben also eine komplette diagnostische Einheit mit Tumorsynthese und Ultraschall und MRT und den Möglichkeiten, in allen drei bildgebenden Verfahren Biopsien zu machen. Und mit dem CT haben wir also unter einem Dach zusammen mit der Gynäko-Onkologie, also das heißt, es werden im Haus zum Beispiel auch Chemotherapien durchgeführt, Antikörpertherapien, immunmodulatorische Therapien. Und wir haben aber auch noch das Forum gebildet. Und das Forum, da haben wir inzwischen 12 Kooperationspartner, die genau diese Bereiche abdecken, nämlich Ernährung, Bewegung, innere Balance. Und die da eben alles anbieten. Also wir haben da Köche, wir haben da Yoga-Trainer und Trainerinnen, wir haben Personal-Trainer, wir haben jemanden, der MBSR macht, aber auch Psycho-Onkologinnen. Und wir können jetzt wirklich hier einen Versorgungspfad anbieten, wo man eben wirklich diesen ganzen Pfad, diese berühmte Patient Journey nachvollziehen kann oder durchlaufen kann und an dem aber die Akteure miteinander sprechen
und tatsächlich das passiert, was ja eigentlich immer jeder sich auf die Fahnen schreibt, nämlich dass die Patientin in den Mittelpunkt gerückt wird und wir uns eigentlich um sie herum positionieren mit einem Ziel, Herr Geisbichler, und zwar, dass wir sagen, diese Frauen müssen empowered werden, diejenigen zu bleiben, die sie vorher waren, auch wenn sich durch die Krebserkrankung natürlich ganz viel ändert. Aber wir müssen ihnen ermöglichen, dass sie einen schnellen Zugang finden an einem Ort ambulant, damit sie überhaupt die Möglichkeit haben, auch weiterhin in ihrem Beruf tätig zu sein, weiterhin in ihrem Ehrenamt oder in ihren Freundschaften oder in ihrer Funktion in der Familie. Damit es eben aufhört, dass eine Frau mit einer Brustkrebsdiagnose zum Fulltime-Patient wird. Wer kann oder wer kommt in den Genuss dieser Versorgung? Ist das jetzt der klassische Kassenpatient oder benötigt er eine Zusatzversicherung oder sind das auch Privatleistungen, die dort erbracht werden? Wer kann zu Ihnen kommen? Genau, also erstmal haben wir den Anspruch, das wirklich allen zugänglich zu machen. Ja, wir wollen das ambulant machen, wir wollen es allen zugänglich machen, wir wollen es da stattfinden lassen, wo das Leben passiert. Und das ist eben beim Brustkrebs gerade nicht mehr im Krankenhaus. Die Brustzentren sind ganz wichtige Kooperationspartner. Wir kooperieren auch mit einem Brustzentrum. Mein Mann operiert einmal pro Woche im Brustzentrum. Aber der größte Teil der Therapie, wenn man überlegt, ein Mammakarzinom ist eine chronische Erkrankung, von Diagnosestellung bis zur abgeschlossenen Therapie vergeht in der Regel ein Jahr. Aber die Zeit im Krankenhaus, das sind 2-3 Nächte maximal. So, also wo muss das Ganze stattfinden? Ambulant, ja. Das ist erstmal wichtig. Und dann haben wir eben wirklich den Anspruch, dass es eigentlich allen zugänglich sein soll. Und wie sieht das jetzt in der Praxis aus, in der Realität? Also wir versorgen beide. Wir haben beide, so wie das ja in Deutschland erforderlich ist, einen Kassensitz, ne, wie das heißt. Also das heißt, wir versorgen in der Diagnostik und auch in der Therapie, sowohl im konservativen als auch im operativen Bereich, erstmal schon per se alle Frauen, egal, unabhängig vom Versichertenstatus. So. Und jetzt diese Zusatzleistungen, die ja in den S3-Leitlinien drin sind, und da sind wir sehr, genauso wie wir es in der Therapie und in der Diagnostik sind, sehr evidenzbasiert unterwegs. Also das heißt, wir haben also alle die Dinge mit im Komplementärangebot, die wirklich mit einem hohen Level of Evidence auch in den Leitlinien drinstehen. Und da ist es so, dass wir also einen großen Teil dieser Kurse, wir bieten die im präventiven Bereich an, aber eben auch wirklich als spezifische Kurse also für Frauen unter einer Tumortherapie, da haben wir einen großen Teil dieser Kurse zertifizieren können, so dass dann eben tatsächlich die Möglichkeit besteht, auf Grundlage einer entsprechenden Verordnung bei den Krankenkassen eine komplette oder eine Teilerstattung sozusagen zu erwirken. Uns reicht das noch nicht. Wir haben ein großes Projekt vor, wo wir wirklich so ein komplettes Schulungsprogramm aufsetzen wollen. Nach dem Paragraph 43 SGB 5, das ist also Sozialgesetzbuch 5, Schulung chronisch Kranker, ein bisschen vergleichbar mit dem Diabetes. Ja, also das muss man sich überlegen. Nochmal, dieses Management-Programm kennen wir, denke ich, ne, zum Beispiel aus dem Diabetes. Ja, und so wird da auch eben das Mammakarzinom als chronische Erkrankung ja anerkannt. Und jetzt sagen wir möchten gerne, so wie für die Diabeteserkrankten, ein Schulungsprogramm, was dann auch wirklich über einen langen Zeitraum läuft, über ein halbes Jahr, wo alle diese Angebote mit drin sind, die Ernährung, wir haben Köche, nicht, dass man auch wirklich im Forum selbst haben wir eine tolle Küche, dass man da diese Kochkurse wahrnehmen kann. Im Übrigen darüber auch ganz aktiv Gemeinschaft erfährt, also auch eine moderne Form, sage ich mal, der Selbsthilfegruppen, ja, weil man einfach sich ja begegnet, Frauen mit derselben Thematik, aber eben nicht im Stuhlkreis, ja, sondern beim Schälen von Kohlrabi. Ja, das ist eine andere, das entspricht ja auch in vielerlei Hinsicht jetzt eigentlich dem Leben, ja. Müssen sich überlegen, wir haben viele, viele junge Frauen, ja, die haben andere Themen, so, und da, dass man sich da eben so begegnet. Da gibt es also die Möglichkeit, Ernährungsberatung durch unsere Ökotrophologin, aber auch wirklich mit den Köchen hier das Ganze dann umzusetzen.
Da gehört dann eben, wie gesagt, die Yoga-Einheit dazu, da gehört die psycho-onkologische Beratung dazu, da gehören aber auch letztendlich Schulungen dazu, dass wir erstmal sagen, lasst uns doch mal Begrifflichkeiten klären. Ihr seid jetzt plötzlich in der Situation, dass ihr mit Begriffen konfrontiert wird, mit dem Sentinel-Lymphknoten, mit der Frage Evidenz, mit der Frage rezidivfreies Überleben und. Wir nehmen uns mal Zeit und klären Begrifflichkeiten, damit man eben nicht über euch spricht, sondern mit euch so. Und all diese Punkte, also Schulung, praktische Anwendung, Kurse, Physiotherapie, das möchten wir gerne als modulares Schulungsprogramm in Toto von den Krankenkassen zertifiziert bekommen, damit das dann wirklich ein Gesamtkonzept ist, was dann allen zugänglich ist. Wir haben die Annahme, dass dadurch das rezidivfreie Überleben verlängert wird, weil wir ja die Dinge darin aufgreifen, die sich schon in den Metastudien bewiesen haben, dass sie sinnvoll sind, weil wir aber auch glauben, dass einfach die Zuversicht der Frauen, ja, der Wunsch, gesund zu werden, Zukunftsgewandtheit, dass die besser wird. Und wir glauben auch, dass dadurch zum Beispiel eine schnellere Wiedereingliederung im Beruf ermöglicht wird. Ja? Und insofern halten wir das wirklich für einen ganz zukunftsweisenden Ansatz. Und da sind wir dabei, in einem sehr aufwendigen Verfahren so eine Gesamtzertifizierung anzustreben. Wir sind da bisher zweimal mit unserem Antrag abgelehnt worden bei dem Verband der Ersatzkrankenkassen. Aber das hält uns natürlich gar nicht davon ab, da weiter dran zu arbeiten. Und wir haben unsere Aufträge sozusagen, was es zu verbessern gilt, und müssen da unsere Hausaufgaben machen und werden uns da diesem großen Vorhaben auch weiterstellen. Da darf ich gleich einmal einhaken. Das muss doch im Prinzip im Interesse des Staates, der Kasse sein, dass solche Dinge geschaffen oder existieren. Ich sage jetzt einmal, Sie nehmen ja wirklich die Damen am Beginn in die Hand und führen sie dann bis zum Abschluss der Therapie durch. Damit fällt einmal auf der Patientenseite das sich selbst zusammensuchen, zusammenstoppeln eigentlich der ganzen Sachen, ja, weil du kriegst sonst eine Verweisung, geh bitte zum Ernährungsberater, geh bitte das dort, dann. Früher hat man die gelben Seiten genommen, jetzt ist Google. Ja. Genauso muss es ja auch für die Kasse interessant sein, wenn Sie sagen, Bettentage sind heute nur mehr 2-3 Tage. Das hat doch einen volkswirtschaftlichen Benefit. Also auf der einen Seite der große Vorteil für die betroffenen Frauen, auf der anderen Seite auch für die Volkswirtschaft, für die Gesellschaft. Also ich freue mich, Herr Geisbichler, dass Sie das sofort so auf den Punkt bringen, und genauso, glaube ich, ist das, und es ist eben so faszinierend, und das gibt uns auch immer wieder so eine gute Motivation zu sagen, wir bleiben dabei, unsere Koordinaten stimmen. Es ist nämlich genauso, wie Sie sagen, und wenn Sie betroffene Frauen, ich mache das jetzt schon so lange, ich mache so lange schon Mama-Diagnostik, ich mache, glaube ich, 4000 Tomosyntheseaufnahmen pro Jahr, ja. Die die Kasse bis heute nicht bezahlt. Die Kasse bis heute nicht bezahlt, wo wir sehr auf die Tosima-Studie hoffen. Ne? Aber also ich mache da sehr, sehr lange schon sehr viel. Und ehrlicherweise ist das, was wir machen, primär durchs Zuhören entstanden. Also das ist gar nicht, dass wir da jetzt irgendwie am grünen Tisch, also da nicht wahnsinnige Innovationen ausgedacht haben, sondern wir haben einfach gut zugehört über viele Jahre. Und deswegen ist es eben auch so, die betroffenen Frauen verstehen innerhalb von 30 Sekunden das Konzept. Und ich hatte, es ist nicht selten so gewesen, dass ich wirklich Frauen hatte, die manchmal unter Tränen gesagt haben, wissen Sie, als ich ein Mamakarzinom hatte vor 20 Jahren, ich hätte es mir so gewünscht, dass es sowas gibt. So. Das heißt also, ja, ich glaube, daran kann man einfach erkennen, wenn die Betroffenen es sofort verstehen, dass man richtig liegt. Und natürlich, völlig richtig, es gibt auch immer eine Finanzierungsfrage. Aber eben auch da bin ich genau, wie Sie sagen, der festen Überzeugung, dass es auch volkswirtschaftlichen Vorteil bringt. Und jetzt liegt es eben an uns, und das ist ein ganz schön dickes Brett, was wir uns da vorgenommen haben, mit robusten Daten zu belegen, dass es so ist, ja.
Das ist ja immer so, before it's a success, it's a crazy idea, ja. Also das ist jetzt unser To-Do sozusagen, zu gucken, wie kriegen wir das hin, dass wir unsere Annahmen auch mit so robusten Daten hinterlegen, dass man damit zu den Rentenkassen gehen kann, zum VDEK, also zum Verband der Ersatzkrankenkassen, und einfach sagen kann, guck doch mal, so ist das Krankheitsempfinden, guck doch mal, so ist der Return to Work, ne? So lange fallen die Frauen aus versus ein normales Setting. Und auch da haben wir eigentlich gute Voraussetzungen, denn wir haben angedachte Kooperationen, in dem Fall zum Beispiel jetzt mit der Schweiz, wo wir unser System gegen normales Setting laufen lassen können, damit man einfach dann mal vergleichen kann, ja, ob wir denn mit unseren Annahmen auch so richtig liegen. Denn das können wir uns ja alles so vorstellen, und die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind gigantisch gut. Und die Frauen, die hier ihre Chemotherapie bekommen, sind quasi unsere Botschafter, ja. Aber natürlich ist völlig klar, sie müssen das belegen. Und da ist eigentlich die größte Herausforderung im Moment, da so eine gute, ja, das kostet einfach viel Manpower und Womenpower, nicht? Also neben dem normalen klinischen Versorgung auch wirklich noch aus so einer Situation, man darf ja nicht vergessen, ich bin ja keine Uni, ja, wir sind hier eine Praxis, ja. Also neben dem, dass wir volle Sprechstunden haben und volle Patiententage, ja, wir sind ja, es ist ja nicht so, Gott sei Dank, muss man sagen, als hätten wir hier wahnsinnig viele Stunden jeden Tag Zeit, ganz im Gegenteil. Und deswegen ist es eine große Herausforderung, wirklich neben der Patientenversorgung auch das noch zu gewährleisten. Aber wir haben uns eben irgendwo dazu entschlossen, da diesen Pfad zu bestreiten und damit auch dann in der Konsequenz zu sagen, komm, dass diese Nachweis, diesen Wirkfaktor, den versuchen wir wirklich auch mit Zahlen zu hinterlegen und mit robusten Daten, ja. Das müssten wir alles nicht machen. Wir könnten das auch einfach so anbieten. Wir könnten auch einfach sagen, ja, wenn ihr das annehmen wollt, dann müsst ihr es halt zahlen und so weiter. Aber es macht ja irgendwie, also wenn man wirklich von was überzeugt ist und sagt, man will wirklich Innovation, dann lohnt es sich ja auch wirklich, nach den Sternen zu greifen und zu sagen, nein, also wir versuchen jetzt schon das Große, ja. Ja, das würde ich mir wünschen, und ich wünsche mir im Übrigen auch, ja, das möchte ich auch sagen, ich wünsche mir im Übrigen auch, dass das ein Pilot ist, ja, also ich will gar nicht, ich habe gar nicht den Anspruch, dass das jetzt hier irgendwo so ein Solitär ist, sondern ganz im Gegenteil, also dass wir hier irgendwo eine Vorarbeit leisten, die dann auch dazu führt, dass es wirklich ermöglicht wird, dass es eben auch Nachfolgemodelle gibt, weil wir tatsächlich überzeugt sind, dass das der vernünftigste Weg ist. Ich glaube, ich sage es jetzt mal überspitzt, aber Sie würden die Patientenversorgung, die Patientenbetreuung, die Patiententherapie einfach auf eine nächste Ebene heben. Ne? Und nämlich und auch zeitgemäß. Das ist es ja. Und ich glaube eben, es ist auch gar kein Gegeneinander, wissen Sie. Es ist genauso wenig wie man, also früher 2014 gab es mal einen interessanten Artikel im Deutschen Ärzteblatt. Die haben untersucht Komplementärmedizin versus Schulmedizin. Das Fazit war maximal eine Duldung. Das war 2014. Das ist noch keine Dekade her, wissen Sie. Heute gibt es ja keinen Onkologen mehr. Egal, wo Sie hingucken, ja. Der nicht ganz klar sagt, natürlich ist das eine integrierte Onkologie, ist das Schlagwort, natürlich ist das Bestandteil der Onkologie, so. Und genauso glaube ich, dass es ein Umdenken geben muss in gewisser Weise, und deswegen ist es kein Entweder-Oder, wir machen nicht Alternativtherapie, nicht? Eben nicht alternativ, sondern komplementär, also ergänzend zu, nicht anstelle von, so. Es ist ein Und. Und genauso ist es ein Und im Hinblick auf die Brustzentren. Die Brustzentren sind wahnsinnig wichtig und sie sind Teil im Behandlungskonzept. Aber die eigentliche Therapie gehört meiner Meinung nach langfristig nicht in die Brustzentren, weil die Brustzentren in den Unikliniken beispielsweise das gar nicht abbilden können. So war das mal konzipiert und politisch gewollt. Aber, wie Sie richtig sagen, ich glaube, man muss dann auch bereit sein, umzudenken und zu sagen, wie sind denn wirklich die Pfade
Und wie können wir dann eher sicherstellen, dass wir da ein hohes Qualitätslevel haben und bringen die Dinge dahin, wo sie ja auch stattfinden, in der Ambulanz, ja, und eben im Zusammenschluss mit den Brustzentren. Aber diese Sachen gehören in die Ambulanz, so wie die Nachsorge auch in der Ambulanz ist, ja. Der operative Teil des Mammakarzinoms wird immer geringer und damit wird der Krankenhausaufenthalt immer geringer. Und wenn eine Frau innerhalb dieser 2 Tage, wo sie im Krankenhaus ist, einen Psychoonkologen am Bett vorbeigeschickt bekommt, ja, aber die ist also noch gar nicht in ihrer Erkrankung angekommen und hat da eine Drainage rechts und eine Vigo links, ja, und da wird sie gefragt, brauchen Sie psychoonkologische Beratung? Natürlich sagen 98% dann nein. Und das lesen Sie dann auch immer in den Entlassbriefen. Heißt das, man braucht keine Psychoonkologie in der Mammakarzinom-Diagnose oder Therapie? Natürlich nicht. Sie ist nur am falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Ja, und es ist aber im Moment so, dass es eben ein Teil ist von der Pauschale, die das Krankenhaus bekommt, auch der Psychoonkologe. Und deswegen sagen die Krankenkassen, naja, aber außerhalb ist es doch gar nicht mehr abgedeckt. Und da müssen wir hinkommen, dass wir uns einfach mal trauen zu sagen, okay, lass uns doch mal darüber nachdenken, im politischen Raum, ob das so sein muss. Ja. Weil es ja am Bedarf vorbei ist, ja. Frau Doktor, jetzt noch einmal ganz zum Anfang. Wer kommt zu Ihnen? Also soweit ich es jetzt gesehen und gelesen habe, Screening-Station sind Sie ja keine, sondern es wird nur kurativ angeboten. Genau. Ich war selber, also ich kenne das Mammographie-Screening sehr gut. Ich war selber Diagnostiker und Abklärer im nationalen Mammographie-Screening, aber es ist tatsächlich jetzt, hat ja auch jede Stadt so ihre eigene Situation, aber hier ist es jetzt eben so, dass tatsächlich meine Praxis, also mit der Neugründung der Praxis, bin ich sozusagen, weil ich aus dem alten Praxisverbund rausgegangen bin ich sozusagen als Abklärer im Mammographie-Screening oder gefundener Mammographie-Screening rausgefallen. Das heißt also, was ich mache, ist kurative Mammographie. Eben für Frauen mit Tastbefund oder für Frauen mit eben irgendeinem anderen auffälligen klinischen Befund aus der familiären Hochrisikosituation. Wir sind Kooperationspartner vom Zentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs der Uniklinik Köln und natürlich ganz viele Frauen, die in der Nachsorge sind. Ja. Und auch das muss man ehrlicherweise sagen, auch eine ganze Reihe von Frauen, die einfach sagen, ich möchte das Screening nicht machen. Und ich bin im Zweifelsfall auch sogar bereit, das zu bezahlen, weil ich möchte es hier haben, nicht? Und ich bin gar nicht, also ich bin auch da wieder überhaupt gar kein Gegner vom nationalen Mammographie-Screening. Ich glaube, dass das nationale Mammographie-Screening in ganz vielen Regionen und für ganz viele Frauen sehr wertvoll ist. Weil es keinen Sinn macht, in eine radiologische Praxis zu gehen, die 30 Mammografien in der Woche macht, ja, und die eine alte Mammografieeinheit haben, ja, weiß ich nicht, ja, auf einem Stand, der eben nicht mehr up to date ist. Da ist es sicherlich sinnvoller, in eine Screening-Praxis zu gehen. Aber man muss auch zugestehen, und das ist auch ein Teil der Wahrheit, natürlich ist für Frauen, die eine exzellente Diagnostik bekommen können bei einer Radiologin oder einem Radiologen, den sie kennen, zusammen mit der klinischen Untersuchung und dem Ultraschall. Natürlich empfinden die Reihenuntersuchung in den Screening-Einheiten als Rückschritt. Ja, und auch das muss man ja irgendwo zugestehen und auch dafür muss man in gewisser Weise Verständnis haben. Und ich erlebe es eben also so, ich sage dann auch, also ich kann mich hier nicht über die Regeln hinwegsetzen. Sie müssen dahin gehen, dass eben dann viele auch sagen, also dann mache ich es lieber als Igelleistung, so, ja. Also als individuelle Gesundheitsleistung. Nicht? Also insofern, ja, wir haben viele Leute aus der Nachsorge, wir haben viele kurative Frauen und wir haben aber eben tatsächlich auch Frauen, die einfach sagen, ich möchte das aber hier haben. Und von der Kapazität her ist ein wachsender Bereich, weil ich kann mir ja vorstellen, dass das jetzt schon sehr populär geworden ist, das, was Sie anbieten. Und ich meine, das ist ja doch, sage ich einmal, sehr was Innovatives und wird, Sie haben es ja auch schon selber gesagt, das tut es ja auch die Leute oder die Damen auch sehr ansprechen. Also das heißt,
Ich kann mir vorstellen, dass Ihr Einzugsgebiet mittlerweile schon sehr groß sein wird. Das stimmt und es ist ja gerade aber dadurch, dass natürlich hier die ganzen, auch die ganzen komplementären Angebote wirklich vor Ort stattfinden mit der Idee, dass dann eben die Therapeuten, also auch die, nicht, die PhysiotherapeutInnen und die YogatrainerInnen, in dem Fall sind es bei uns Frauen, dass die eben auch miteinander sprechen, ja. Also in Tumor oder analog zu den Tumorboards, ja, damit man eben auch teilen kann, was man wahrnimmt, wo einfach auch vielleicht innerhalb der Behandlung neue Bedarfe sind und man wirklich den Patienten, das ist so die Idee, den Patienten einfach durchtragen kann. Immer angepasst an das, was jetzt gerade wichtig ist. So, und dadurch ist es natürlich erforderlich, dass das Ganze vor Ort stattfindet. Das heißt also, wir haben natürlich irgendwo schon einen lokalen Bezug und einen regionalen Bezug. Ja, wir sind jetzt in Bonn, Köln ist nicht weit und Rhein-Sieg-Kreis und Düsseldorf geht vielleicht auch noch, aber irgendwo ist das Ganze auch endlich, weil die Kurse eben, wir haben auch Online-Kurse, aber eigentlich finden die Kurse vor Ort statt und weil wir auch an diesen Community-Faktor so glauben, also an das Empowerment von den Frauen untereinander, ja. Deswegen fördern wir eigentlich auch die lokale Begegnung, ja. Und damit sind wir natürlich irgendwo auch regional begrenzt, ja. Das heißt also, für eine Frau in München, oder in Österreich ist das Ganze nicht interessant, aber wie ich schon sagte, wir hoffen eigentlich damit so erfolgreich zu sein, auch eben tatsächlich in den politischen Feldern, ja, was eben Kosten, weil es ist immer wieder die Kostenübernahme eine große Frage, dass man dann irgendwann sagen kann, ja, dann macht es doch mal in einer anderen Stadt, ja, oder in einem anderen Land, ja. Also natürlich denken wir Dach, ja, aber wir sind ein Pilot. Ja, oder so verstehen wir uns auch. Ich finde es eine total interessante Sache, weil, wie Sie ja wissen, Mammographie ist ja mein Steckenpferd jetzt auf der Seite der Radiologietechnologie. Und ich verfolge das seit Ende der 80er Jahre und hat sich ja, also ich habe es jetzt sehr lange die Entwicklung natürlich erst nur in Österreich gesehen, aber jetzt sehe ich ja das auch in Deutschland. Ich meine, jetzt ist ja auch wieder ein bisschen was in Bewegung beim Screening von den Alterszeiträumen und, ja. Ich meine, ich habe immer gesagt, es ist halt sehr, sehr wichtig, dass man da etwas tut und dass man da etwas anbietet. Und wie ich dann das gehört habe von Ihrer Praxis, habe ich gedacht, das müssen wir gleich einmal aufgreifen, auch für die Kolleginnen und Kollegen. Denn ja, es macht wirklich Sinn, dass man für die Damen einen roten Faden legt. Ja, wissen Sie, wir haben, also auch, es macht so einen wahnsinnigen Spaß. Es macht so einen Spaß, auch aus MPAA-Sicht im Übrigen, ja. Weil wirklich hier sind ganz, also hier werden so ganz langfristige Beziehungen mit den Patienten eingegangen oder mit den Patientinnen, ne? Und die kennen sich, die kennen die MPAAs, durch dieses, also auch dadurch, dass wir eben, ich komme selber aus einer großen Struktur, ich weiß ganz genau, wie die normalen Praxisstrukturen heute sind. Aber dadurch, dass wir es anders machen, ja, ich sage Ihnen jetzt einfach mal ein Beispiel und ich hoffe, ich werde damit nicht zu technisch, aber ich glaube es von dem Publikum, was uns zuhört, das kann das gut nachvollziehen. Wir hatten eine Patientin Morbus Paget rechts, in der Nachsorge immer mal wieder ein Mama-MRT, so ein ganz feines Kontrastmittel-Enhancement im MR links, so. Lange gleich, aber eben doch, wenn man langfristiger geguckt hat, ein bisschen Größenprogredient oder vorher eben nicht zu sehen. Auch da eben so wichtig, dass es eben nicht immer irgendjemand ist, der mal drauf guckt, sondern eben jemand, der wirklich so diese langen Bögen sich auch anguckt. Ne? Also wirklich auch mal 3, 4, 5 MRs zurückgeht, ja, bis 2018, bis 2017, wie auch immer. So. Und dann habe ich also gesagt, irgendwas stimmt da nicht und so weiter. Ich habe es versucht, im Ultraschall zu korrelieren. Dachte, vielleicht habe ich es, richtig wusste ich es auch nicht. Auch wieder eine gesetzlich versicherte Patientin. Ich konnte keine MR-VSB machen, was ich gern gemacht hätte. Habe im Ultraschall biopsiert, war aber nicht so ganz sicher. Clip eingelegt, habe gesagt, also das müssen wir mal korrelieren. Clip absolut in JWD, hatte nichts damit zu tun. Ja, so, okay. Ja, Mist, was machen wir, was machen wir jetzt? So, weiter kontrolliert. Also jetzt als nächstes machen wir wieder eine Mammographie oder in dem Fall auch eine Tumorsynthese.
So, plötzlich ganz feiner Mikrokalk. Aber exakt an derselben Stelle. Ich habe nur das Bild gesehen und wusste sofort, und jetzt ist es. Da war doch im MR, genau in dem 7U-Segment war doch das Kern. Ich wusste sofort, Bildvergleich zwischen den unterschiedlichen bildgebenden Verfahren hat das Ganze bestätigt. Ich war heilfroh, weil ich gesagt habe, jetzt haben wir was, habe eine VSB gemacht, High-Grade-Dezis. Ja? Und die Patientin war, das darf ich auch sagen, an der renommierten Uni vorher mit den MR-Bildern und die haben gesagt, also keine Relevanz. Ja, so. Ich bin ja nicht klüger als die anderen, aber ich sehe die Patienten im langfristigen Verlauf und es bleibt, wir sind nicht gestückelt, verstehen Sie? Es gibt radiologische, egal ob Praxen oder Krankenhäuser, da hat die MR-Abteilung fast nichts mit der Mammographie zu tun und den Ultraschall machen gleich die Gynäkologen, ja? So, also wir haben eine völlige Zerstückelung eigentlich von diesen komplementären Untersuchungen. Und natürlich leidet darunter die Qualität. Und jetzt, was passiert jetzt hier, um das auch nochmal aus MTA-Sicht zu schildern, natürlich hole ich meine MTAs dazu und sage, guckt mal, erinnert ihr euch und hier, und dann wird auch die Stanze, also jetzt machen wir jetzt machen wir eine VSB. Und das, also auch aus Sicht des Teams, ja, das ist so eine gemeinschaftliche Betreuung, ja, und das wird so spürbar. Und das ist auch für alle so ein befriedigendes Arbeiten, weil wir eben nicht kleinteilig sind. Ja, und das ist nicht, wenn Sie so wollen, eigentlich mehr der Entwicklung, wie sie heute gemacht wird, konform. Es gibt eigentlich Strukturen, die das, also oder die jetzigen Strukturen sehen sowas eigentlich nicht vor. Und wir haben aber hier uns die Freiheit genommen, ganz bewusst so ein Rollback zu machen und zu sagen, wir sind da eigentlich wie so eine Manufakturpraxis, ja. Das begrenzt uns in sag ich mal, in Kapazitäten und so weiter. Natürlich, ne, mit so einer Art Medizin machen sie weniger Durchsatz, das ist auch völlig klar. Aber es ist halt ein unglaublich befriedigendes Arbeiten, nicht nur für mich und ich hoffe eben auch zum Vorteil der Frauen, sondern eben auch tatsächlich für das Team, ja. Und das zieht sich ja fort, ja. Also auch dann, wenn die ein Staging bekommen für CT, die sehen dieselben Ansprechpartner. Das ist eine völlig andere Betreuung, ja. Es ist eine völlig andere Betreuung und damit eine völlig andere, ein völlig anderes Krankheitsempfinden. Naja, ich würde sagen, der Patient fühlt sich aufgehoben, ne? Sich aufgehoben. Das ist es ja. Ich glaube, das Unpersönliche, ja, ich meine, Großpraxen machen Fallzahlen. Ja, das ist einfach so. Du hast einen Zeitslot und da musst du deine Leute durchbringen. Das persönliche Wort passiert zwischen der Kabine und dem Auflegen am MR und dem Verabschieden. Mehr ist da nicht mehr Zeit. Das geht gar nicht. Ja, um Gottes Willen, wenn der Patient Fragen an uns stellt, sage ich jetzt immer. Das ist einfach nicht mehr eingetaktet. Ja. Und das ist aber, glaube ich, genau das, weil die Krux in dem System, sage ich immer, ja, dass der Politiker einen Patienten so sieht, wie er zu dem Zeitpunkt jetzt gerade ist, nämlich als in einem normalen Umfeld gesund. Und ein kranker Mensch hat einfach andere Bedürfnisse. Ne? Ja, das ist so. Das ist so. Das ist nicht mehr vorgesehen im System. Das ist so. Und ich habe es, also selbst mal ganz trivial, ne, wirklich eine Banalität dagegen, aber ich habe irgendwie mir ein Kreuzband gerissen, ja, und dann war ich da also völlig hilflos in dieser Klinik in Köln, ne, und dann. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist, weil natürlich da so viel dranhängt. So. Und dann hing ich also als erstes da mal in diesem Sanitätshaus und die sagten dann also einfach ganz freundlich, wir wünschen Ihnen einen guten Tag. Und dann hat irgendjemand, dann wusste ich nicht mit meinen Krücken, also ich war wirklich völlig hilflos und dann hat mir einer die Tür aufgemacht. Und plötzlich wurde mir klar, dass das, was wir eben hier immer wieder auch versuchen zu leben, was es dann wirklich für einen Unterschied macht. Ja, es ist unglaublich, ja. Und
Es sind Kleinigkeiten, ne? Und natürlich machen wir eine unglaublich, glaube ich, gute Medizin oder bemühen uns darum und haben 3D-Quorum und haben KI und so weiter. Und das ist wunderbar. Aber dann haben wir halt das angewärmte Ultraschallgel oder die kleine Blume, die echte, wohlgemerkt, in der Kabine. Und das ist eigentlich das, was für den Patienten oder für die Patientin spürbar wird, ja. Oft lache ich dann, ja, weil dann sagen die, ach ja, Sie sind das mit dem angewärmten Ultraschallgel, ja. Und dann sage ich, ja, also keiner sagt, ach, Sie sind das, die das 3-Millimeter-Karzinom gefunden hat, ja. Aber das Ultraschallgel war angewärmt. Und dann sage ich, aber inzwischen lache ich darüber, sage ich, ist doch völlig okay, weil das ist im Moment das, was der Patient oder die Patientin spürt und was irgendwie begreifbar ist. Und denken wir einfach nur an uns selbst, ne? Wenn man früher geflogen ist, und gesagt, wie war der Flug? Ja, das Essen war toll. So, ja. Da sagt auch keiner, der Pilot hat mich hier wunderbar irgendwie in 10.000 Metern Höhe von A nach B gebracht. So, was ist erfahrbar? Und das meine ich gar nicht über, also ich mache mich gar nicht lustig, ganz im Gegenteil, sondern das müssen wir uns doch viel mehr klar machen, egal ob als Ärztin, Politikerin, Politiker. Was ist die Wahrheit oder das Erleben, das Erlebte der Patientin oder des Patienten? Und darauf müssen wir uns fokussieren, ja. Und danach muss man gehen. Und das ist das Ja. Entscheidende. Das, was Sie erleben als Patient, ist das Entscheidende. Ja, aber solange die Fiskalisten am runden Tisch sitzen, und uns erklären, wie das Gesundheitssystem zu funktionieren hat, hat eine Empathie und hat ein Wohlfühlcharakter in der Medizin keinen Platz. Ja, da gebe ich Ihnen völlig recht und der Trend geht dahin und deswegen glaube ich eben, deswegen sage ich das, was wir machen, ist innovativ, ja. Sonst wäre es ja nur Mainstream. Und jetzt geht es eben darum, zwei Dinge zu tun. Erstens mal, dass man eben das Ganze mit robusten Daten hinterlegt, dass man sagt, auch fiskalisch hat es einen Sinn. Denn auch zum Beispiel die Patientin, die nicht eine Woche lang schon ausfällt, weil sie in die Nachsorge muss und so verängstigt ist, dass sie erstmal eine Woche nicht arbeitsfähig ist, das sind auch alles Folgekosten, die es zu beachten gilt. Und es gibt immer auch ein Abstimmen mit den Füßen, ja. Und so wie eben man die Frauen nicht mehr dahin gehen, wo es keine digitale Mammographie gibt, es gibt keine Richtlinie, die sagt, ihr müsst digitale Mammos machen, ja. Aber es wird einfach nirgendwo mehr hingegangen, wo nicht eine digitale Mammographie ist. Und irgendwann, da bin ich fest von überzeugt, wird man nirgendwo mehr hingehen, wo nicht Tomosynthese gemacht wird, ja. Und jetzt mit der Tosima, mit den Ergebnissen der Tosima-Studie erst recht, ja. Also es gibt natürlich immer, es gibt eine Aufklärung, es gibt zunehmend aufgeklärte Patientinnen und Patienten, richtigerweise. Es gibt dadurch zunehmend mündige Patientinnen und Patienten und es wird auch eine Abstimmung mit den Füßen geben. Und auf der anderen Seite müssen wir ein Angebot machen und sagen, ja, und ihr stellt euch doch nicht schlechter damit. Ganz im Gegenteil, ja. Frau Doktor, ich bedanke mich recht herzlich. Ich finde es ganz eine tolle Sache. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Projekt und hoffe, dass da wirklich viele Nachahmer kommen. Denn ich denke, das ist wirklich, ja, für mich gefühlt eine Sache, die in die heutige Zeit gehört. Wunderbar. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich eben so wahnsinnig. Und deswegen habe ich ja auch sofort, dann natürlich nehme ich mir dafür Zeit. Wir müssen einfach darüber reden, ja. Das ist eben ein Grassroots-Movement, wenn man so will, ja, das von unten kommt. Und man muss darüber reden. Und es ist eben nicht, also die Innovation oder die wirklich was nach vorne bringen, sind eben nicht unbedingt die von oben aufgestülpt werden, sondern die von unten wachsen. Und deswegen freue ich mich eben sehr und danke Ihnen sehr, dass Sie mir hier auch die Möglichkeit gegeben haben, da auch einfach unsere Ideen und es sind ja nicht nur Ideen, sie sind ja schon umgesetzt, das auch also ein Stück weit weiter sozusagen in die Welt zu bringen. Ich glaube, wir bleiben einmal am Ball und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und wenn das dann wirklich so ist, dass Sie dieses Konzept bei den Kassen dann durchgebracht haben, dann würde ich mich freuen, wenn wir da wieder einen Podcast drüber machen und vielleicht dann auch erklären, wie das jetzt dann für die jeweiligen Damen funktioniert, ne?
Das können wir gerne machen und ich nehme Sie gerne da auf unsere Schritte mit, denn auch ein offenes Sprechen über die Hürden und auch durchaus über das Scheitern, das hat ja auch seinen Raum. Also ich bin gar nicht ein Freund davon, sozusagen immer nur bei Vollzug zu berichten, sondern das ist ja ein Prozess und auch völlig, also der beinhaltet natürlich von vornherein auch Hürden. Das ist ja gar keine Frage, ja. Ja, und ich glaube, es ist vielleicht auch einmal für Zuhörer, die jetzt nicht unbedingt so eng verbunden sind mit der Radiologie, wie wir jetzt das sind, mal interessant zu hören, dass das Ganze ja heute ja nicht ein leichter Weg ist, ja, sondern man stellt sich immer vor, naja, da gibt es neue Dinge, warum setzen Sie das nicht um? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank an Ihrem Interesse an dieser Folge. Wie immer, am Ende der Hinweis, wenn Sie über diesen Podcast oder über andere Folgen Informationen haben wollen, besuchen Sie unsere Homepages unter www.dorina-petersen.de und unter www.stefan-geisbichler.at. Wenn Sie keine unserer Folgen versäumen möchten, dann abonnieren Sie uns doch dort, wo Sie Ihre Podcasts hören, beziehungsweise werden Sie Mitglied unserer Facebook-Gruppe. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch nächstes Mal wieder Ihr Ohr leihen würden. Bis dahin, alles Gute und Servus. Sie hörten den Podcast Die Faszination der Radiologie von Dorina Petersen und Stefan Geisbichler.